Wir müssen erstmal jetzt rüber. Sie hat gesagt, nach 20 Uhr. Hallo und herzlich willkommen zur 139. Folge Stardew Valley. Hier haben einiges angesät. Ach, da habe ich es ja noch. So, das da rein. Für den Sommer, für den Frühling. Okay, also muss das ins Gewächshaus. Ob das schon die nächste fertig? Das ist doch super. Blumenkohl noch ein paar hier. Nein, der Blumenkohl. Steht nicht bei, wann der gepflanzt wird. Wir haben Post. Hallo Daddy Cool, es scheint, als würdest du so manchen Leuten hier recht nahe kommen. Wenn du jemandem zeigen willst, dass du mehr als nur freundschaftlich interessiert bist, musst du demjenigen einem meiner wunderschönen Blumensträuße geben. Ich verkaufe sie ab jetzt zu einem fairen Preis. Wenn du eines Tages eine Familie gründen willst, ist das hier der erste Schritt. Pierre. Aha, okay. Du solltest mal irgendwann nach Sonnenuntergang in mein Zimmer kommen. Vielleicht so gegen 20 Uhr. Ich will dir etwas zeigen. Aha, jetzt wird's interessant. Jetzt wird's wirklich interessant. Das direkt weg, weil das ist Silber. Da haben wir Honig. Preiselbeeren. Alles gepflückt. Wie sieht's hier aus? Da ist nix. Da haben wir einen Kürbis. Brauchten wir den noch für das Haus? Das weg, das weg, das weg, das weg. Und dann gehen wir mal rein, holen den Kürbissamen. Bringen den Honig weg. Und gucken mal, ob wir Preiselbeeren
auch züchten können. Ja, geht. Super. Ups, da waren wir lang. So, das da auch rein. Da können wir noch mal neue Preiselbeeren. Amaranth. Nö, da ist nichts weiter. Was können wir denn jetzt als nächstes? Weintrauben? Ja. Hier, Artischocken. Einmal ins Gewächshaus. Halt, da müssen wir lang. Nein. Das sind schon zwei. Noch ein bisschen was. So. Jo. Gut, dann wollen wir mal einen Blumenstrauß kaufen. Alles andere können wir uns etwas später drum kümmern. Und ich denke mal, das ist jetzt erstmal wichtig. Ja, wie war? Sie hat morgen Geburtstag. Aha. Ich habe ihr schon zwei Geschenke gegeben.
Okay. Und jetzt müssen wir gucken, der Typ da unten, der da war. Wo müssen wir denn lang? Da geht's rüber. Aber das ab 20 Uhr in ihrem Zimmer müssen wir trotzdem. Aber mir ist gerade aufgefallen, wir haben die beiden freigeschaltet hier hinten. Ja, so wie da waren die ja auch schon. Schade, mehr ist ja nicht. Uhr. Wir haben also noch ein bisschen Zeit. Uhr 50. Schnell noch die Tiere versorgen. Ganz wichtig. Ein Entenküken ist geschlüpft. Ja, supi. Zack und schnell wir müssen erstmal jetzt rüber. Sie hat gesagt nach 20 Uhr und sie will mir was zeigen. Aber wir haben es nämlich schon 20 Uhr, 20 Uhr 10.
Füße? Ich sollte doch... Das glaube ich jetzt nicht. Okay. Teufelöl. Und das ist in der Mine nach unten. Also müssen wir ganz schnell noch zusehen, dass wir die Kühe melken. Das kann weg. Oh, alles andere nicht. Ich weiß, du bist müde. So, da haben wir ein Entenei. Dann gehen wir noch mal in den Hühnerstall. Ganz schnell. Nein, da reingehen sollst du. So, das da rein. Aber warum ist nur ein Hühnerei da? Keine Ahnung. Ist jetzt auch egal, wir müssen erstmal zusehen, dass wir ins Bett kommen. So, wie sieht's denn aus? Hofarbeit Stufe 10. Wähle einen Beruf, Handwerker oder Landwirt? Wein, Käse, Öl. 10% schneller. Ich denke mal, ich bin mehr der Handwerker. So, was haben wir denn heute wieder? Oh, fast 2500. Damit sind wir am Ende dieser Folge. Schön, dass ihr da wart. Mich würde es freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Lasst einen Daumen da, einen Kommentar. Vergesst das Abo nicht. Bis dann. Tschüss.